Heute Rap Talk mal anders, ne? Heute mal auf Englisch. Heute mal auf Englisch. Was geht ab und herzlich willkommen zu Rap Talk. Und wir geben uns heute, Achtung, wir geben uns heute von Pop Smoke featuring 50 Cent und Roddy Ricch The Who. Heute Rap Talk mal anders, ne? Heute mal auf Englisch. Heute mal auf Englisch. Sollten wir jetzt auch auf Englisch reden? Danke, nein. Ich bin hier, um please, Musik zu please, hören. Please do the Abo-Button. Yes, please, please click the Abo-Button. Because it is very important for us. Ich schönes Denglisch nochmal und so. Ja, genau. Aber nein. Very important ist es. Very, very important. Very important ist es. Nein, wir reagieren da drauf, weil wir beide diesen Song einfach feiern. Ja, Punkt ist. Krass. Wir haben den jetzt so schon gehört, tatsächlich. Das ist jetzt keine blinde Reaction wie sonst. Genau. Aber der Song ist halt einfach nice, deswegen. Ja. Wir waren uns beide einig, dass wir den jetzt machen. Und deswegen machen wir den jetzt auch. Genau. Weil die Einzigen, die uns sagen, was wir machen, das sind wir. Punkt. So sieht's aus. Und deswegen starten wir jetzt das ganze Ding. Los geht's. She wanna woo, nigga. She wanna fight with the wolves. Hook hat einfach rasiert schon. Punkt. Hook hat einfach schon rasiert. Einfach vorbei. Einfach es vorbei. Ist, es ist wirklich, also mit Pop Smoke haben wir, glaube ich, einen verdammt geilen, nicen Künstler einfach verloren, tatsächlich. Ja. Leider. Das ist einfach, einfach nur traurig. Mhm. Und an der Stelle so Rest in Peace. Rest in Power. Oder so. Für beides. Was ihm lieber ist. So. Aber nein, aber die Sache ist tatsächlich, ich finde es auch nice, dass 50 Cent sich dann an die Sache rangemacht hat und gesagt hat, so von wegen, ich produziere nach ein letztes Album so. Ja, genau. Und dann kommen die um die Ecke geschallert mit so einer Hook, ne? Ja. Hammer. Der Song ist einfach nur krass. Ja. Krasses Ding. So. Weiterhören, oder? Los geht's. Jet fair, Versace hotel with Versace robe. Like it when you let down your hair with no clothes. And I say to myself, cause I never liked these hoes. If she only liked the guap red, like these hoes. Why would I waste my time on a shorty that don't got me on the front of a mind? Especially when you get designed and I went it down. And the Bentley came with the wings like a number nine. Yeah, come through, just us two. I like it cause you cut how I'm cut too. Come through, just us two. I like it cause you cut how I'm cut too. Roddy Ricch hat einen stabilen Part, meiner Meinung nach, aber der schwächere von den drei Parts. Ja, ist aber auch schwierig, mit den anderen beiden mitzuhalten, muss man sagen. Ist aber auch ein bisschen so sein eigenes Ding. Ja. So, und ist auch cool. Passt auch irgendwie zum Song, muss ich sagen. Bringt dem Ganzen noch ein bisschen mehr Abwechslung. Natürlich thematisch, wie bei fast jedem Hit, der aus Amerika kommt, geht es dann um den Geschlechtsverkehr. Oh, wie schön du das ausgedrückt hast. Ja, wegen Familienfreundlichkeit. Und ja, klar. YouTube. Klar, absolut. nein, aber ich muss sagen, geil finde ich an der Nummer auch einfach, das ist halt wirklich einfach nur so, das ist komplette Vibe-Mucke. Du bist einfach auf einem Film so. Nimm dich einfach mit, vor allem jetzt mit der Hook gleich wieder. Kann man eigentlich nicht viel zu sagen. Ist halt einfach ein geiles einfach Ding. Fett. Ist einfach fett. Wir machen es, um fett. Es euch zu zeigen, falls es noch nicht mitbekommt. Genau. Oder halt einfach, weil wir hoffen, dass wir extrem viele Klicks kriegen, wenn wir einen Ami-Song machen. Safe, bestimmt. Locker. So 100.000 oder so. Wir kriegen doch auch so schon extrem viele Klicks, so, weißt du? Ja, natürlich. Absolut. Komm, Hook. Hey, she wanna fuck with the wolves.
50. Der Curtis. Ich bin echt... Ich muss echt sagen, ich finde den Song wirklich richtig, richtig fett. Das ist ein richtig geiler Song. Das ist ein Hit. Ja. Das ist ein Hit, Punkt. So. Mehr braucht man nicht dazu großartig nicht drüber reden. Nein, das ist einfach ein Hit. Jetzt könnt ihr noch unten reinschreiben, wie gut ihr den Song findet. Und dann... Weißt du, was sie auch reinschreiben könnten? Was denn? Ob wir auch generell mehr auf so amerikanische Songs reagieren sollen. Das wäre mal eine Idee, ja. Vielleicht nicht nur so Deutschrap zu machen, weil wir sind ja Rap-Talk. Wir machen ja sowieso das, worauf wir Bock haben. Wir können dazu Rap sagen. So vom Prinzip. Genau. Und dann würden wir halt auch mal so ein paar Ami-Sachen reinschmeißen. Warum nicht? Wenn ihr da Bock drauf habt, schreibt das auf jeden Fall unten in die Kommentare. So. So, und dann 50. 50. That's my kind of bitch. She be saying some shit like, when you gon' fly me in private so I can land on that dick. She said tricks for kids. She don't fall for the tricks. She can handle her own. She just wants some dick. Got that big Birkin bag worth 5-6 figures. You might be out your league. Can you buy that nigga? I pull up on the top, going on the throne. I'm the dawn. You can fuck around if you want. Out in Bali. Big swing, big dress, big ass, make it squirt, make a big mess. Before we done, she asked what we gon' do it next. Next to where they fucked up the seats in the jet. She like all that gangsta shit. Top down, round and round with the blick. Who you with? Whoa. She like all that gangsta shit. I said she like all that gangsta shit. She wanna fuck with. Ja, 50 ist einfach Legende. 50 einfach Legende. Ist einfach Legende. Einfach. Einfach 50 so, Cent, so überleg ja, mal. Ja, einfach 50 Cent. Punkt. 50 Cent. Aufgewachsen mit 50 Cent. Aufgewachsen mit 50 Cent G-Unit. Ja. Es ist halt, weiß nicht, was will man dagegen sagen? Was will man gegen diesen Song sagen? Kannst du nichts sagen. Der klingt halt einfach geil. Du hörst das und denkst, okay, ja, ich bin dabei. Los geht's. So. Ja. Genau. Und weil wir dabei sind, direkt wieder die. Take you to the candy shop. Show you all I got. I put diamonds on your chain. To match your diamond ring. I'm on my tune, nigga, woo. Hate all the love, it's me and you. Let's turn her into something. She said she love who niggas. Them niggas who gon' pull triggers. I was fine when I met you. Then I sex you. Then I left you. Cause your pussy feel the same. And I don't got time to waste. She wanna fuck with the world. Der Part von Pop Smoke, ne? Erstens mit dem Beat Switch. Ja, genau. Und dann bringt er die ganzen hier Songnamen von 50 Candy da so rein. Shop, Hate It or Love It. Da waren bestimmt noch mehr, vielleicht habe ich die einfach nicht mitbekommen, so, aber generell einfach, weiß ich nicht, der Song ist einfach fett, das ist einfach nice. Ja. Einfach ein Brett. Punkt. Unfassbares Ding. Richtig nice. Unfassbares Ding. Wolltest du noch was sagen? Dann ich wollte im Endeffekt eigentlich noch sagen, ich bin gespannt, was 50 jetzt mit den anderen Liedern noch vorhat, beziehungsweise welche Lieder da überhaupt noch kommen, so, oder welche da überhaupt noch sind. So, ich weiß ja nicht, ist das Album schon draußen? Kommt das noch? Ich weiß es gar nicht. Ihr wisst das sicher, schreibt das mal unten rein. Das könnt ihr auch unten reinschreiben, genau. Weil da bin ich wirklich gespannt drauf, weil wenn die Songs alle auf dem Qualitätsstandard sind, so. Boah. Ich gehe sehr stark von aus. Mega. Ist echt eine kranke Nummer. So. Einfach nice. Das Geile ist auch, der Beat ist so simpel gehalten. Ja. Aber passt einfach perfekt. Die brauchen halt nicht mehr. Sie brauchen einfach nicht mehr. So ist es. Ist echt eine unfassbar krasse Nummer geworden. Ja. Unfassbar krass. Ist einfach der Punkt.
Das Ding ist ein Hit. Das ist ein absoluter Hit. Ja. Wenn ihr mehr von uns sehen wollt, dann checkt die Videos über uns. Und dann sehen wir uns morgen wieder mit einem neuen Video. Wie jeden Tag. Natürlich wie jeden Tag. Auf Wiedersehen. Macht's gut.